mit der Partybahn durch Düsseldorf. Diese Tour unternahmen am Dienstag Spieler und Fans gemeinsam. Die Arbeitsgruppe Feelgood initiierte die Stadtrundfahrt, um alle Fortunen näher zusammenzubringen. Unter den rund 100 Mitreisenden war auch Ideengeber Ingo Krausen. Heute haben wir eine Straßenbahnfahrt organisiert, anderthalb Stunden, mit Spielern von Fortuna Düsseldorf an Bord. Tom Koster, der ehemalige Pressesprecher, interviewt die. Und ja, so kommen Fans und Spieler ganz nah zusammen und lernen auch noch gleichzeitig die schönen Seiten von Düsseldorf kennen. Die Sitzplätze sind alle voll, einige müssen stehen. Wir haben knapp 100 Leute hier drin und ja, die Stimmung ist gut. Für die wurde natürlich auch einiges getan. So wurden die durchgehend jungen Spieler aus dem Profikader nicht nur interviewt und den Fans vorgestellt. Es gab auch noch was zu essen und zu trinken. Hin und wieder gereicht von Alex Bengler. Ihm und den vielen Anhängern gefiel die Reise eigentlich ziemlich gut. Alle Fans, die hier sind, die sind fröhlich, singen mit und das ist die Hauptsache. Die Veranstaltung ist super gut gelungen, gar keine Frage. Ich hätte mir nur gewünscht, dass vielleicht auch mal so ältere Spieler dabei sind. Also was, lang verdiente Spieler zum Beispiel. Also ein Fink oder ein Bellinghausen hätte ich mir jetzt gewünscht. Oder den Adam, weil ich extra ein Trikot anhab, habe ich gedacht, komm. Naja, hat aber leider nicht geklappt, aber ist ja nicht schlimm. Weil für die ältere Generation, die können sich mit den jungen Spielern noch nicht so identifizieren, denke ich mal, wäre es gut gewesen. Gut zwei Stunden ging die Rundfahrt durch Gerresheim, Flingernbilk und den Hafen und bot so auch den Neuzugängen eine schöne Stadtrundfahrt quer durch die Heimat der Fortuna. Eine erfolgreiche Aktion, die sehr gut bei den rot-weißen Anhängern ankam. Es ist einfach nicht zu schlagen.